Hallo meine Lieben, willkommen zurück auf diesem Kanal. Ihr habt mich schon ewig nicht gesehen. Das liegt daran, dass ich tausend andere Dinge zu tun habe. Aber das erfolgreichste Video auf meinem Kanal ist tatsächlich das, wo ihr Fehler raten müsst. Und ich dachte, ich gebe euch heute einen Teil 2. Das heißt, wenn ihr mitraten wollt, holt euch was zum Schreiben, schreibt die Antworten gerne unten rein oder sagt mir zum Schluss, wie viele Fehler ihr hattet. Und wir legen gleich los. Mit einem Satz, den ich jeden Tag in der Schule höre. Und er ist falsch. Findet mal den Fehler. Ich bin die Einzige, die bezahlt hat. Was meint ihr? Was passt hier nicht? Richtig. Das Wort Einzigste gibt es nicht. Die Einzige, die bezahlt hat, wäre hier die richtige Antwort. Wer hat es richtig? Ich hoffe, ihr merkt es euch. Ich kriege nämlich jedes Mal Gänsehaut. Nächstes, das ist dem Yannick sein Deutschbuch. Zugegeben ist, glaube ich, so ein bisschen Dialekt, hört man trotzdem recht häufig und richtig wäre natürlich, das ist Yannicks Deutschbuch. Also dem Yannick, da gräuelt sich bei mir alles. Eins, was ich oft in Klassenarbeiten sehe, ist, das Gedicht Der Erlkönig handelt um. Und da sage ich euch einfach, wie es richtig heißt, es handelt von. Oder es geht um, ne? Aber nicht es handelt um. Das ist falsch und schreibt es bitte nicht in euren Arbeiten. Sie hat ein orangenes Armband. Wo ist da wohl der Fehler? Richtig. Sie hat ein oranges Armband, wäre richtig. Orangenes ist auch so ein Wort, was nicht existiert. Es macht einfach keinen Sinn. Der Satz auch nicht, denn er kommt so aus dem Englischen, it makes no sense. Auf Deutsch sagt man tatsächlich aber, es ergibt keinen Sinn. Achtet da mal drauf, korrigiert ruhig eure Lehrer, machen Lehrer auch oft falsch. Nummer 6, wo er gesagt hat, dass er davon nichts mitbekommen hat. Das lese ich tatsächlich auch oft in schriftlichen Texten und das wo ist hier natürlich falsch. Stattdessen benutzt bitte als er gesagt hat und so weiter und so fort. 7, er ist größer als wie sie. Schrecklich. Zugegeben, ich glaube auch mehr Dialekt, aber bitte tut mir einen Gefallen und benutzt nur wie. Also er ist größer als sie und das wie bitte nur bei Vergleichen. Ich werde das mal nachrecherchieren, ist eine Sache, die ich auch öfter höre. Wenn ihr Französisch sprecht, dann wisst ihr, dass das re sowieso nach heißt, deswegen könnt ihr das nach einfach weglassen. Ich werde das mal recherchieren, ist richtig und völlig ausreichend. Nummer 9, ich habe ihn angerufen gehabt, auch gruselig, ist grammatikalisch falsch. Entweder ich habe ihn angerufen oder ich hatte ihn angerufen, dann wäre es entweder perfekt oder plusquamperfekt, so ist es Kuddelmuddel und nicht richtig. Sie haben denselben Pullover an, ihr könnt es euch schon denken. Wenn es sich um ein und denselben Pullover handelt, also eine Person, zwei Personen einen Pullover anhaben, dann wäre denselben richtig. Sonst haben sie den gleichen Pullover an. So, sagt mir, was ihr richtig, was ihr falsch hattet, welches war euch vielleicht neu oder welches sagt ihr trotzdem weiter. Schreibt mir das unten in die Kommentare und Daumen hoch für das Video. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann auch gerne unten einen kleinen Kommentar hinterlassen. Und dann sehen wir uns vielleicht bald wieder. Bis dann. Tschüss.